Hallo liebe Klemmbausteinfreunde, ich bin Axel von Steinreich TV und wer viel baut, der muss auch regelmäßig für Nachschub sorgen und deswegen habe ich das mal gemacht und habe hier so ein bisschen was gekauft. Und zwar habe ich, fangen wir direkt an, also Haul-Video ohne großes Drumherum-Gerede. Und zwar habe ich bei Kaufland hier Lego, Original Lego gekauft. Gab es im 50% rabattierten Angebot, gab es hier zum Beispiel von den Brickheads, den Mandalorian und The Child als Doppelpack 114 und 113 Teile, die 75317, hier Lego Star Wars Brickheads, meine ersten Lego Brickheads, ich habe noch nie Brickheads gebaut von Lego. Aus dem gleichen Ausverkauf, hier von Lego, Ninjago, die 71750. Was ist das für ein Ding? Lloyd's Hydro Mech Ninjago. Keine Ahnung, 9,99, 9,95, irgend sowas. Fand ich einen guten Preis, 50% reduziert. Habe ich gleich noch ein zweites Set mitgenommen. Also davon habe ich zwei. Eins werde ich sicher, werde ich mir wahrscheinlich mal reinbauen, auf jeden Fall. Mal gucken. Dann, nicht selber gekauft, sondern in einem Überraschungspaket bekommen. Von Wange ein Supercar, die 2878 aus der Super Champions Reihe. Keine Ahnung, was das für eins sein soll. Ich kenne mich mit Autos zu wenig aus. Auf jeden Fall. Da. 193 Teile. Nichts Großes. Nochmal was Kleines. Dann hier ein kleines Päckchen. Hier ist was Gebrauchtes drin. Von Blue Bricks habe ich hier einen Steinehaufen. Da ich keinen Karton habe und kein Dings, kann ich euch jetzt nicht zeigen, wie das Ding aussieht. Das ist das History Flight Set. Das kostet manchmal Blue Bricks normal so 30 Euro. Ich habe es gebraucht für 8 Euro plus Versand mir bei eBay Kleinanzeigen mitgenommen. Dafür finde ich das völlig in Ordnung. Hat glaube ich über 700 Teile, also durchaus ordentlich was dran. Natürlich viel Kleinzeug. Ich werde es euch verlinken unten, da könnt ihr es euch bei Blue Bricks mal anschauen. Das habe ich tatsächlich von einer gekauft, die von mir wiederum ein Set gekauft hat. Und dann haben wir uns gegenseitig verrechnet. Und ja, es hat sich so angeboten. Fand ich ganz cool. Ja, das war noch nicht alles. Da hinten habe ich noch Kartons. Ha, habt ihr doch nicht gedacht, dass ich wegen so ein paar Minisets ein Haul-Video mache? Das könnt ihr vergessen. Also, das kann man schon mal machen, aber das bin nicht ich. Ich habe hier noch mehr. Nehmen wir erstmal den unteren. Es ist was Großes. Da steht Mega drauf. Hier, das heißt, ich habe was von Mega. Das ist mein erstes Mega-Set. Ich habe noch nie ein Mega-Set gehabt. Also Mega-Blocks, Mega-Constructs, wie es auch immer heißt. Hier stehen noch Mega-Blocks drauf. Es ist keins von den ganz neuen Sets, sondern ein alter Klassiker, der jetzt, na komm, der jetzt bei Amazon, war schon ein paar Tage her, zum neuen Tiefstpreis drin war. Aufpassen, dass ich mich nicht schneide hier mit meinem Messer. Und zwar ist das? Wenn ich richtig gucke, auf dem Kopf stehende
Castle Grayskull von Masters of the Universe. 3508 Teile. Ich glaube, es war bei Amazon UK, glaube ich, für 120 Euro oder sowas, inklusive Versand und allem und Zoll und sowas nach Deutschland. Da kann man nichts sagen. Für den Preis schaue ich mir das doch mal endlich an. Ich finde es optisch nicht ansprechend. Für mich persönlich. Ich kann mit der Serie nicht wirklich was anfangen. Ich war zwar im richtigen Alter, ungefähr, vielleicht sogar schon einen Ticken zu alt, als die Serie wirklich beliebt war, beziehungsweise, nee, eigentlich war ich im richtigen Alter. Aber ich habe sie nie geguckt. Also, nie. Ich habe hin und wieder mal einzelne Folgen gesehen, aber es war jetzt nicht das, was ich gezielt geguckt habe. Ich finde das Design jetzt nicht wahnsinnig spannend. Und im Normalpreissegment fand ich es ein bisschen zu teuer, obwohl es eigentlich für 3500 Teile immer ein ganz, ganz okayer Preis war. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus bei neueren Megasets. Da habe ich eher das Problem, dass die halt schon ziemlich teuer sind für das, was sie da an Teilen und so bieten. Also das ist so ungefähr Lego-Niveau, und dass Lego jetzt nicht gerade günstig ist, das sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Also, Mega steht denen da in nichts nach. Und viele Sets finde ich auch potthässlich. Aktuell gibt es, glaube ich, den Tesla Cybertruck bei Amazon für 92 Euro, 97 Euro. Auf jeden Fall für unter 100 Euro. Das Ding hatte einen UVP von 299 Euro. Völliger Wahnsinn. Und diese extreme Rabattaktion sagt da im Prinzip eigentlich schon alles. Das Ding steht wahrscheinlich bei den Händlern wie Blei in den Regalen. Und jetzt versuchen sie es halt so noch an den Mann zu bringen. Aber ich finde es halt, boah, ich finde den Cybertruck so hirnrissig. Und ich finde es auch nicht schön, das Ding. Also, nee. Ich hatte es im Warenkorb. Ich habe dann gedacht, und was mache ich dann damit? Dann steht das Ding rum. Und verkauft kriege ich es auch nicht zum vernünftigen Preis wahrscheinlich. Gut. Für 90 oder so, vielleicht kriegt man es dann doch wieder los. Oder 80, 70. Also wahrscheinlich wäre ich schon losgeworden. Aber naja. Das Gleiche gilt natürlich auch für den hier. Das werde ich sicher auch nicht mit Gewinn verkaufen können. Oder werde ich auf jeden Fall mit Verlust verkaufen, sagen wir es mal so. Aber das ist auch nicht schlimm. Ein bisschen Verlust ist immer drin. Genau, also. Masters of the Universe, Castle Grayskull. Werde ich irgendwann mal bauen. Auch wenn jetzt nicht unbedingt so dringend als erstes oder so. Da stehen andere Dinge deutlich weiter vorne. So, und dann habe ich bei unseren Freunden von Bluebricks nochmal was eingekauft. Naja, Freunde, ich habe jetzt keine persönliche Beziehung zu denen. Aber sie bauen oder sie verkaufen teilweise sehr schöne Sets. Und dann hoffe ich doch mal, dass hier auch wieder was drin ist für mich. Machen wir es doch einfach so, wenn der Karton auf dem Boden steht. Und zwar habe ich, weil ich bin ja jetzt fertig mit meiner Blaustein, mit meinem Saalbau. Und da gibt es ja noch eine Erweiterung. Und die war erhältlich. Und wer weiß, wie lange noch. Deswegen habe ich zugeschlagen. Ich habe die bisher letzte Burgblaustein-Erweiterung gekauft. Die Hürde. Teile. 189,99 Euro.
95, nicht 99, 95. 4 Cent billiger. Ja, also ich habe mich jetzt dann doch dazu hinreißen lassen, das Ding doch noch zu kaufen. Ich mache die Burg Blaustein komplett. Dann ist es abgeschlossen. Dann habe ich mit dem Thema für mich auch abgeschlossen. Und dann werde ich die auch in den Verkauf geben. Wahrscheinlich mit Verlust, mit großem, weil das ist große Monster, das baue ich nicht mehr auseinander. Also das könnt ihr vergessen. Das muss irgendjemand abholen oder ich irgendwo hinbringen, aber verschicken, nee, das kriegst du nicht verschickt, das kriegst du nirgends eingepackt. Deswegen, ja, da rechne ich mal mit deutlichem Verlust. Naja, auf jeden Fall die Hürde, die könnt ihr damit rechnen, dass das in den nächsten 2 Monaten, ich will mal vage bleiben, dass das da auf jeden Fall hier dann auch im Kanal irgendwann ankommt. So, jetzt habe ich euch vorgelesen, hier 189 Euro kostet das Ding. Minimales Problem, Versandkostenfreiheit gibt es ab 200 Euro bei Bluebricks. Und ich zahle doch keine Versandkosten, sehe ich nicht ein. Da kaufe ich lieber nochmal was für 50 Euro. Das ist so ein guter Plan. Da habe ich nichts gespart, aber dafür noch mehr Geld ausgegeben. Aber immerhin nicht für Versandkosten, sondern für mehr Klemmbausteine. Und deswegen bin ich ja hier. Ich brauche Klemmbausteine. Und da gab es noch ein Set, das mich schon länger interessiert. Das war mal ein Bluebricks Special. Inzwischen ist es ein Bluebricks Pro Set. Und zwar das alte Fischerboot. Hier, oh, ich tue mal den Blaustein weg. Stellen wir gerade, das war hier. Das ist die Vorderseite. Hier, das ist das Produktbild. Mein erstes Bluebricks Pro Set, muss ich sagen. Wir haben 1293 Teile. Artikelnummer 104263. Wie gesagt, da findet man auch das, beziehungsweise auf der Bluebricks-Seite ist es jetzt nur als Bluebricks Pro ausgezeichnet. Die erste Auflage war aber Bluebricks Special. Macht da draus, was ihr wollt. Ich weiß nicht, wer der Hersteller der Steine ist. Normalerweise ist es ja bei den Pros ist es ja Xingbao. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das gut finde. Vielleicht hätte ich lieber die Special-Steine, die Kunlong-Steine, weil die finde ich inzwischen echt ganz okay. Also zumindest, ja, nee, kann man so nicht sagen. Die haben auch ihre Macken. Die Kunlong-Steine haben ihre Macken und die Xingbao-Steine haben ihre Macken und die liegen teilweise ein bisschen an anderen Stellen. So, jetzt wurde ich gerade unterbrochen, keine Ahnung. Wo ich gerade war, ich war, glaube ich, bei der Steinequalität und egal. Auf jeden Fall, dieses Ding werde ich jetzt auch dann demnächst mal irgendwann bauen. Also demnächst, irgendwann innerhalb der nächsten 2 Jahre. Mein Baustau ist lang genug. Aber hatte ich auf jeden Fall schon immer Lust. Und jetzt habe ich es in meinem Vorrat. Da kann ich dann loslegen, wenn ich will. Ja, das war's. Also ich habe Blausteinerweiterung, ich habe Grayskull, ich habe altes Fischerboot und Kleinkram. Ich bin auf jeden Fall auch durchaus abwechslungsreich hier versorgt. Nicht wie sonst oft immer ein Motti oder nach dem anderen, sondern lauter unterschiedliche Sachen. Teilweise langweilen mich die Motti oder das gerade ein bisschen. Ich freue mich immer mal wieder was anderes zwischen reinzubauen, von daher das war jetzt nötig und dann demnächst kommen wieder Modulars, das kann ich auch versprechen, aber kommt auch immer mal wieder was anderes zwischen rein. Gut, ja, also wenn ihr dabei sein wollt, wenn ich diese Dinger dann aufbaue, dann abonniert doch meinen Kanal, drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ja, und ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ihr jetzt hier sehen wollt, was ihr besonders spannend findet. Was ihr davon schon gebaut habt, ob irgendwas besonders gut oder besonders schlecht ist. Ich
schaue mir das mal an. Ich lese das immer und freue mich, wenn was unter den Videos steht. Das war es dann aber auch jetzt von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Wünsche euch selber große Steine-Halls und dass euch nie der Bauvorrat zu Neige gehen wird. Und freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dann, euer Axel von Steinreich TV.